Hallo liebe Leute, mein Name ist FireEyeswolf1989 und ich spiele für euch Rises 2. Willkommen bei meinem weiteren Let's Play. Ja, ich habe jetzt zurzeit ein bisschen weitergespielt, ich habe jetzt einen Hubschrauber runtergeholt. Rises 2 Spieler wissen es, die kennen ja selbst die Kapitelstory, andere die es nicht wissen. Wir sind jetzt in einem Labor vorher gewesen von dem Doktor, der vorher Prophet immer unterstützt hat, der jetzt, wir jetzt Prophet sind. Insgesamt eigentlich Alcatraz, der am Anfang, wie ihr vielleicht im Video gesehen habt, gerettet wurde von Prophet und ihm einen Anzug gegeben hat. So, und wir müssen jetzt für Prophet das weiterführen, was er nicht beenden konnte. Wollen wir mal weitermachen. Prophet, raus da, Mann! Die Dreckskerle bomben sie auf den Grund des Flusses! So. So, da kommen sie langsam mal runter. Drei Mann müssen das gewesen sein. Ich muss auch jetzt die Energie wieder laden. So, und weiter jetzt. Da ist sonst nichts mehr. So, nochmal ist es außerhalb. Ah. Schmeißt ein paar Granaten rein in die Hütte, weil es vielleicht auch Spaß macht. Ja. Ja, ist okay. Das haben wir auch erledigt. Feierabend. Ha. So, fertig. So, na ja, guck mal runter. Doch nicht der Granaten. Jungs, ihr sollt runterkommen. So, das haben wir erledigt. Einer nach dem anderen sterben hier wieder fließen. Nach dem runter. Da haben wir dich gesehen. Da kommt er runter. Ja, na, dann wollen wir dich auch runterholen. So, jetzt beeilen. Bruchlandung erster Klasse, finde ich gut. So. Ich sende jetzt Koordinaten an den Anzug. Es ist nicht weit. Ich habe hier auch eine Mulde, veraltetes Grinet-Zeug, das ich bei meiner Kündigung mitgenommen habe. Nicht so leistungsstark wie das im Labor, aber es muss reichen. Gut. Na dann aufhört. Und, Mann, sieht da gut aus. Auch ist geil. Ruten. Herrlich. Warte mal hier ein bisschen Fenster auf. Geht nicht. So. Wo ist er so? Tja, was kann das sein? Und uns interessiert das jetzt auch nicht. Es ist direkt hinter der Flutbarriere. Na los, Mann! Also, weil wir waschen. Ja.
Also das weg. Ach nee, stimmt ja. Der Weg war ja anders raus. Unterhörer. Guck ich mal. Komm hier rein. Oder nicht. Runter mit dir. So, müssen wir jetzt hier lang runter. Was ist denn noch? Jo. Was bist du mal? Ruhe jetzt hier. Es reicht. Langsam mit euch. So, ja. Kommen wir nochmal hier hoch. Ja, wir kommen hier hoch. Raus. I know. Schnell rüber. Und abholen. Ja, kann man auch sparen, wie du willst. Oder soll ich mich... Gusche da oben. Ja, da kommen wir nicht. Dann wollen wir weiter. Safety first. Da, da, da. Hm. Ah, there is. To the trumpet. Cuckoo. I'm with this. Kurz warten. Das Ding ist schön. So, weiter jetzt. Schöne Aussicht immer noch. Schwinde. Ja, kannst noch ein bisschen mit dem Einkaufswagen ein bisschen üben. Ich sage. So, Schloss F und rein hier. Mhm. Okay, gut, Sie sind da. Ich schicke Ihnen den Aufzug runter. Ja, schicken wir runter. Mal bitte zumachen. Sie würden nicht glauben, was für eine Scheiße in den letzten 24 Stunden abgegangen ist. Barclays Männer gehen abtauen gerade unter. Und überall sonst wird Grindr zerlegt. Chaos, Mann! Bin ich froh, dass Sie da sind. Die Warterei macht mich total nervös. Kommen Sie schnell rein und dann die Türen wieder zu. Die Scheiße, die Sie an der Absturzstelle absorbiert haben, hat die Systeme des Anzugs wie eine Flipperkugel zum Leuchten gebracht. Eindeutig viral, dieselbe Struktur wie Nanogewebe. Die Brücke sieht auch schön hier detailliert aus, muss ich lassen, als Gamer, wirklich. Sagen wir mal so, ich zocke schon ein bisschen lange. Ich weiß ja eigentlich, wie es abgeht. Genau wie die auf der Insel, nur nicht so leicht. Und, ja. Wir werden sie mal durchchecken. Ich weiß eigentlich, wie es geht. Aber naja. Na, dann wollen wir uns mal auf den Stuhl begeben. So, ja. Tara Strickland, Mann. Tochter von Sie wissen schon. Ganz schön üble Scheiße, was? Und Hargreave. Na, wer weiß schon, was bei dem im Kopf vorliegt. Verbindung eingerichtet. Bitte warten. Cowboy Style. Speicherzugriff. Nanoprotokolle aktiviert. Skeletor.
Warten Sie, die sind nicht Prophet. Was ist das? Wer sind Sie? Hat Hargreaves Sie geschickt und... Ja, du musst ein bisschen was fragen. So würde ich auch dahin, wenn ich irgendwie was erfahren würde. Gut. Das ist alles, was ich tun kann. Sie sind alles, was ich tun kann. Man hat mich Prophet genannt. Vergessen Sie mich nicht. Übertragung abgebrochen. Primärsysteme umgeleitet. Bitte passieren. Gott, ich kann nicht mehr. Ich bin kein knallharter Special Ops, wie Sie, die Prophet, war. Ich bin ein Verschwörungsfanatiker, Herr Gott. Gott verdammt! Niedlich, ne? Prophet hätte uns rausbringen sollen. Die Marines. So, liebe Leute, damit verabschiede ich mich erst einmal. Wir sehen uns dann im nächsten Teil. Euer Fire-Eiswolf 1989. Wissen die was über Kopffüße?